Bitte schön. Simon? Ja? Simon Leisach? Ja? Sabine? Hallo. Hey Mensch, wie geht's dir? Lang nicht gesehen, wie? Du wolltest doch nach Irland? Ja, ich war in Irland. 8 Jahre lang jetzt. Und ja, war auch die beste Entscheidung meines Lebens, ne? Bisschen zur Ruhe gekommen, wieder zu mir selber gefunden. Schön. Ja. Und was machst du jetzt hier? Ja, bin wieder hergekommen. Irgendwann zieht sich halt in die Heimat und so. Und jetzt habe ich einen Job gefunden. Und ja, befülle halt die Automaten und pflege die ein bisschen und so weiter und so fort. Aber was machst du eigentlich hier im Gericht? Ist dir irgendwas passiert? Nein, mir ist nichts passiert. Okay. Aber meine Schwester. Was? Helena. Helena was? Ist tot. Wie tot? Sie ist ermordet worden. Was? Ja. Ja, wer hat sie denn umgebracht und warum? Und hey, tut mir leid. Mein herzliches Beileid. Es tut mir echt leid. Das ist ja grauenvoll. Aber warum nimmt dich das eigentlich so mit? Sie war meine Schwester. Ja, aber ich meine, ihr habt euch doch noch nie gut verstanden. Ihr habt euch doch permanent gestritten. Das ist doch schon Jahre her. Wir haben uns schon vor Jahren wieder zusammengerauft. Sie war meine beste Freundin. Patricia Heilmann, geboren 12. Januar 1986 in München, wohnhaft in München-Ledig, Auszubildende zur Einzelhandelskauffrau in einer Parfümerie, seit dem 18.08.2007 in Untersuchungshaft in der JVA München-Neudeck. Die Angeklagte versetzte am 17.08.2007 ein Stück selbstgebackenen Walnuss-Kirschkuchen mit 100 Milligramm Morphintropfen. Dann verpackte sie das Kuchenstück in einer Originalpackung der Konditorei Lichtner und brachte es Helena Renz, der Lebensgefährtin ihres Vaters, in dessen Haus in der Maistraße in Starnberg vorbei. Dabei gab sie vor, sich mit Helena Renz nach einem heftigen Streit vom Vortag versöhnen zu wollen. Sie wusste, dass es sich dabei um deren Lieblingskuchen handelte. Die gutgläubige Helena verzehrte den Kuchen kurz darauf gegen 16 Uhr. Wenige Sekunden später brach sie wie von der Angeklagten beabsichtigt zusammen und verstarb. Die Angeklagte wollte Helena Renz loswerden, weil sie sich zunehmend in ihr Leben einmischte. Die Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Frau Heilmann, den Anklagevorwurf haben Sie nun gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Natürlich. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Helena hat sich nicht in mein Leben eingemischt. Und ich habe sie auch nicht vergiftet. Ihr Vater hat doch plötzlich von Ihnen verlangt, dass Sie sich mehr anstrengen sollen. Ne? Dass Sie mehr Leistung bringen sollen, dass Sie selbstständiger werden sollen, oder? Ja, das hat er vielleicht mal gesagt. Ja, und? Und was glauben Sie, woher dieser Sinneswandel bei ihm kam? Kann schon sein, dass Helena mal ab und zu ihre Finger mit dem Spiel hatte. Sie hatte ganz sichere Finger mit dem Spiel, ne? Denn bevor sie im Leben ihres Vaters aufgetaucht ist, da hatten sie doch uneingeschränkt Geld, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Was heißt nicht dafür hätte tun zu müssen? Meine Mutter ist mit ihrem jungen Lover auf die Bahamas abgehauen und hat mich hier gelassen. Mein Vater hat wenig Zeit, aber dafür viel Geld. Da nimmt man doch als Tochter das, was man kriegen kann. Und das ist kein Verbrechen? Naja, natürlich nicht, Herr Verteidiger. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber solche angenehmen Annehmlichkeiten, die gewöhnt man sich ganz gerne, oder? Da haben Sie vollkommen recht. Eben. Und genau aus diesem Grund muss ich unbedingt aus diesem Gefängnis raus. Oh Mann, ich habe schon 5 Kilo abgenommen, weil man diesen Fraß einfach nicht essen kann. Ich will zurück in mein schönes Leben. Ich würde viel lieber mit Ihnen über den Tatvorwurf sprechen. Natürlich nur, wenn Sie fertig sind, sich über die Haftbedingungen zu beschweren. Nein, ich bin noch nicht fertig. Irgendjemand muss doch hier mal diese Zustände anprangern, oder? Und wenn ich noch eine Woche länger dort bleibe, dann werde ich nie mehr wieder in mein normales Leben zurückfinden. Das ist einfach der blanke Horror. Na ja, gut, wenn das Gericht meiner Anklage folgen soll, dann wird das Problem sich gar nicht mehr stellen, weil Sie im Knast bleiben, ne? Sollten Sie rauskommen, wäre das Leben sowieso ganz anders, ist Ihnen auch klar. Dann müssten Sie richtig arbeiten, in Ihrer Ausbildung, aber natürlich auch bei Ihrem Vater. Ich bin unschuldig. Außerdem muss ich mich jetzt erstmal von den Strapazen erholen. Und das wird mein Vater genauso sehen. Das sollte er zumindestens. Aber glaubt ja auch, dass ich seine Helena vergiftet habe. Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt dann endlich mal zum Anklagevorwurf. Dazu haben Sie nämlich bisher noch gar nichts gesagt, ja?
Wie war das am 17. August? Wie ist der verlaufen? Nein, ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Bei mir ist momentan auch kein Redebedarf mehr. Ich bin außerdem erschöpft. Aber als Angeklagte habe ich doch das Recht, jetzt erstmal keine Aussage zu machen. Ja, natürlich ist das Ihr Recht. Dann nehmen Sie auch bitte da drüben wieder Platz. Ja. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Der Zeuge Paul Heilmann, bitte schön. Herr Heilmann, guten Tag. Nehmen Sie aber bitte Platz. Guten Tag. Zuallererst muss ich Sie belehren. Als Zeuge müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Paul Heilmann, 54 Jahre alt. Sie wohnen in Starnberg. Sie sind geschieden, Immobilienmakler. Und Sie sind der Vater der Angeklagten. Und als Vater können Sie erst mal entscheiden, ob Sie überhaupt was aussagen wollen oder nicht. Ich sage aus, auch wenn es mir nicht leicht fällt. Dass Ihnen das Ganze nicht leicht fällt, ist klar. Ihre Tochter wird ja vorgeworfen, dass Sie Ihre Lebensgefährtin mit einem Stück Walnusskirschkuchen vergiftet haben soll. Und zwar, indem Sie da 100 Milligramm Morphin eingegeben haben soll. Ja, ich weiß das alles. Und es fällt mir wirklich nicht leicht, das Ganze zu glauben. Aber die Fakten sprechen für sich und lassen leider keinen anderen Schluss zu. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zwischen Ihrer Lebensgefährtin und Ihrer Tochter? Das Verhältnis war schrecklich. Die beiden haben sich von Anfang an gehasst. Papa, was redest du denn da? Wir haben uns nicht gehasst. Sie war einfach nur nicht die Frau, die ich mir für dich gewünscht hätte. Sie war 29. Viel zu jung für dich. Aber deswegen bringe ich sie doch nicht um. Und ob du sie gehasst hast? Ständig hast du mit ihr gestritten. Noch einen Tag, bevor Helena gestorben ist, hatten die beiden noch einen Riesenkrach. Und worum ging's in diesem Streit? Ich habe meiner Tochter gesagt, dass ich nicht länger bereit bin, ihr Luxus-Apartment in München zu zahlen, wenn ich nicht endlich deutliche Fortschritte in ihrer Ausbildung sehen würde. Und wie hat deine Tochter darauf reagiert? Wie hat sie reagiert? Sie ist mal wieder total ausgerastet, hat Helena angeschrien, hat sie übelst beschimpft und beleidigt. Haben Sie noch in Erinnerung, was Ihre Tochter genau gesagt hat? Patricia hat zuerst mich angebrüllt. Ich weiß schon, wer dir das eingeredet hat. Dann hat sie Helena angeschrien. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, wenn du dich ständig einmischst und in Dinge, die dich nichts angehen. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, wenn du mir versuchst, den Vater wegzunehmen. Wie bitte? Das habe ich so niemals gesagt. Ich gebe zu, dass ich an diesem Tag mich selber Helena geärgert habe. Aber nur, weil sie dir immer diese ganzen Flausen in den Kopf gesetzt hat. Patricia, das sind keine Flausen. Helena hatte vollkommen recht. Ich kann mich wirklich nicht ein Leben lang um deine Angelegenheiten kümmern. Inwiefern haben Sie sich denn um die Angelegenheiten Ihrer Tochter gekümmert? Ich habe sie bisher immer rausgehauen aus Situationen, in denen sie Mist gebaut hat. Schon als kleines Kind hat sie ständig nach mir geschrien. Papa wird's schon richten. Ne? Ganz genau. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Doch damit ist jetzt Schluss. Mhm. Und übrigens, dein Apartment in München werde ich auch demnächst kündigen. Mhm. Und warum? Weil Ihre Lebensgefährtin, die Helena, das nicht gut gefunden hat, oder? Ja, Helena hat mir endlich die Augen geöffnet. Sie hat mir regelrecht den Kopf gewaschen, weil sie gesehen hat, wie das läuft zwischen mir und meiner Tochter. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Ja, sie vielleicht, Ihre Tochter ist ganz sicher nicht dankbar, ne? Offensichtlich nicht, wie Sie sehen. Jetzt kommen wir doch mal zum Tattag. Wie haben Sie denn diesen 17. August verbracht? Ich habe um 12.30 Uhr meine Frau von der Arbeit abgeholt. Mhm. Und wir sind dann zu ihrem Lieblingsitaliener in Starnberg gefahren. Wir haben dort dann zusammen zu Mittag gegessen. Helena hat sich wie immer ihr Lieblingsrisotto mit Pfifferlingen bestellt. Wie lange waren Sie da beim Essen? Ich bin um 13.30 Uhr dann nach München gefahren, weil ich dort einige Termine hatte. Und Ihre Lebensgefährtin Helena, was hat die gemacht? Helena ist nach Hause gefahren, weil sie an diesem Nachmittag nicht mehr ins Büro musste. Sie meinte, sie könne die restliche Arbeit an dem schönen Tag auch von zu Hause erledigen. Ja, und da habe ich Helena zum letzten Mal umarmt bzw. gesehen. Telefoniert haben Sie aber noch mal mit ihr, stimmt? Ja, wir haben um kurz nach 14 Uhr noch einmal telefoniert und da sagte mir Helena, dass sie Patricia gerade angerufen hat. Was sie von ihr wollte? Bei dem Telefonat hat das Ihnen Helena am Telefon gesagt? Das wusste sie auch nicht. Patricia hat wohl nur am Telefon gesagt, dass sie so gegen 3 Uhr besuchen kommen möchte, aber warum hat sie nicht gesagt? Warum wohl? Weil ich endlich den Kleinkrieg mit ihr beseitigen wollte. Das konnte doch nicht ewig so weitergehen.
Ich würde an dieser Stelle gerne den Obduktionsbericht verlesen. Und demnach wies die Leiche von Helena Wenz Vergiftungserscheinungen auf, die offensichtlich durch eine orale Aufnahme eines Walnuss-Kirschkuchenstückes, das mit ca. 100 Milligramm Morphintropfen versetzt war, verursacht wurden. Todesursache war eine Atemlähmung. Heilmann, wusste denn Ihre Tochter, dass dieser Walnuss-Kirschkuchen aus der Konditorei Lichtner der Lieblingskuchen von Helena Wenz war? Natürlich wusste sie es. Jeder, der Helena kannte, wusste es. Sie hat diesen Kuchen abgöttisch geliebt. Vielleicht habe ich gewusst, dass sie diesen Kuchen gerne mochte. Aber deswegen backe ich doch keinen. Ich kann doch gar nicht backen. Aber Sie haben ein Backbuch zu Hause. Und zwar genau das Backbuch der Konditorei Lichtner. Hm? Mein Gott, das habe ich halt irgendwann mal geschenkt bekommen. Natürlich haben Sie selbst gebacken am 16.8. Wir haben diesen Kuchen mal genau untersucht, diesen Tatkuchen. Der war eben nicht von dieser besagten Bäckerei. Woran haben wir das gemerkt? Wir haben eine Analyse gemacht, dass Backtriebmittel, das diese Bäckerei benutzt, ist aus einer Großmarkthalle. Das herkömmliche Backtriebmittel hat damit nichts zu tun, eine ganz andere Zusammensetzung. Und das ist just für diesen Kuchen benutzt worden. Deswegen heißt es doch lange nicht, dass ich diesen Kuchen gebacken habe. Papa, hast du mich jemals kochen oder backen gesehen? Das ist doch absolut absurd. Sie haben doch eine Top-Putzfrau. Warum lag bei Ihnen dann hier genau zu dieser Zeit eine Walnussschale in diesem Waschmaschinenfilter? Warum lag ein Kirschkern hinterm Kühlschrank auf dem Boden? Erklären Sie mir das. Sagen Sie es ihm. Herr Kollege, diese Filter, diese Waschmaschinenfilter, die werden maximal zweimal im Jahr gereinigt, wenn überhaupt. Und was den Kühlschrank anbelangt, den schiebt man auch nicht jede Woche beim Putzen beiseite. Also ich jedenfalls nicht, Sie wahrscheinlich auch nicht und offenbar auch nicht die Putzfrau meiner Mandantin. Das heißt, diese Spuren, die können viel älter sein und müssen mit diesem, ich nenne ihn mal Tatkuchen, überhaupt nichts zu tun haben. Na gut, und dass meine Mandantin gerne Nüsse und Kirschen isst, das kann man ihr nun wirklich nicht vorhalten. Nein, das ist auch nicht der Vorwurf. Das wäre etwas zu kurz gegriffen, Herr Verteidiger. Na, einen Tag vor der Tat hat sie Kuchen gekauft bei der Konditorei. Warum? Weil sie die Originalverpackung braucht, um später den selbstgebackenen Kuchen einpacken zu können. Na? Warum fangen Sie denn jetzt schon wieder damit an? Ich habe schon bei der Vernehmung bei der Polizei gesagt, okay, ich habe mir ein Stück Kuchen gekauft, um es zu essen. Mhm. Aber es war kein Walnusskirsch und die Verpackung habe ich halt danach weggeschmissen. Auf ein Stück Ihres selbstgebackenen Kuchens haben Sie 100 Milligramm Morphin draufgetröpfelt, haben es dann in die Originalverpackung dieser Bäckerei getan und haben, das ist in der Bäckerei ja auch so, jedes Stück wird da einzeln verpackt, haben dann ein anderes Stück, auf dem kein Morphin war, ebenfalls eingepackt, um dann eben dafür zu sorgen, dass kein Verdacht geschöpft würde von Helena. Ein Stück geben Sie ihr, das mit dem Morphin, das andere Stück, das verzehren Sie selbst. So der alte Trick wie einst bei Schneewittchen mit dem geteilten Apfel. Ich war es nicht. Als ich von Helena wieder zurückgefahren bin, von Starnberg nach München, war alles in Ordnung. Sie hat noch gelebt. Wann sind Sie denn wieder nach München zurückgefahren? Um 14:45. Mhm. Jetzt habe ich hier einen Einzelverbindungsnachweis vom Handy von Helena Wenz. Und aus diesem geht hervor, dass von ihrem Handyanschluss aus um 15:25 und um 15:51 telefoniert wurde. Das heißt doch, dass Helena Renz noch am Leben war, als meine Mandantin gefahren ist. Wenn sie wirklich um 14:45 gefahren ist, was ich sehr bezweifle, Herr Vorländer. Wie sehen Sie es denn, Herr Staatsanwalt? Ich sehe es so, dass sie bis 16 Uhr in Starnberg bei Helena Renz war. Und warum, bitteschön, soll sie dann die ganze Zeit dieses Eisteeglas, das sehen Sie da hinten an der Flipchart, nicht ein einziges Mal angerührt, geschweige denn davon getrunken haben? Ja, um keine Spuren zu hinterlassen. Ich denke, das erklärt sich von selbst, oder? Also ich denke, das erklärt sich überhaupt nicht von selbst. Denn meine Mandantin hat doch schon selbst zugegeben, dass sie in dem Haus war. Da hätte sie doch folglich auch von diesem Eistee mal was trinken können. Nein, nein, für mich steht fest, dass dieses Eisteeglas jemand ganz anderem gehört hat. Ja, und wem hat es Ihrer Meinung nach dann gehört? Dem Anrufer, der um 15.25 Uhr von einer Telefonzelle aus mit Helena Renz telefoniert hat. Den halte ich für den Mörder. Und der wurde auch beim Verlassen Ihres Hauses, Herr Heilmann, gesehen, wo Ihre Lebensgefährtin später tot aufgefunden wurde. Aber das hat den lieben Herrn Staatsanwalt ja überhaupt nicht interessiert. Na gut, ich meine, wir haben recherchiert, Herr Verteidiger. Mich hat es schon etwas interessiert. Wenn Sie was sagen, interessiert es mich. Aber diese Zeugin, ganz ehrlich, der kann man keinen Glauben schenken. Die hat gelogen, dass sie Balken biegen bei ihrer Vernehmung bei der Polizei. Das ist alles, was wir recherchieren konnten. Hat noch jemand Fragen an den Herrn Heilmann? Keine. Dann hören wir uns mal die Schwester der Getöteten an. Sabine Renz, bitteschön. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Dankeschön, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Renz, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Zuallererst muss ich Sie belehren. Als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Sabine Renz, 28 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Notargehilfin. Mit der Angeklagten ihr weder verwandt noch verschwägert. Frau Renz, Sie sind ja die Schwester der getöteten Helena Renz. Was können Sie uns denn über das Verhältnis zwischen Helena und der Angeklagten sagen? Ich kann nur sagen, dass sich die zwei nie gut verstanden haben. Da war immer Spannung in der Luft. Und Patricia soll ja meiner Schwester auch ganz offen gedroht haben. Hat Ihnen Ihre Schwester denn mal von so einer Drohung konkret erzählt? Ja, sie hat mir mal davon erzählt. Wann war das?
Erst eine Woche vor ihrem Tod. Ja. Hat sie Ihnen auch erzählt, womit die Angeklagte da gedroht haben soll? Ja, Patricia muss wohl sowas gesagt haben wie, sie soll sich aus den Familienangelegenheiten raushalten und sonst würde was passieren, sonst würde Helena nicht mehr froh werden. Das war alles, was die Angeklagte gesagt hat? Nein, auch sie soll endlich die Klappe halten und nicht immer Paul gegen sie aufhetzen und sonst würde sie schon dafür sorgen, dass Helena schweigt. Diese Drohung, das sagt doch alles. Wann haben Sie denn zum letzten Mal von Ihrer Schwester gehört? Also das letzte Mal mit ihr gesprochen habe ich an dem Tag, wo sie gestorben ist. Da habe ich sie angerufen und wollte ihr ein neues Gerücht aus der Schickeria erzählen, aber sie hat mich nur abgewürgt, sie hatte keine Zeit. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie keine Zeit hat? Nein, sie hat nur erzählt, dass sie Besuch hätte und dass ihr Kuchen gebracht wurde. Und den wollte sie jetzt schön auf der Terrasse essen in der Sonne. Sie klang sehr fröhlich und glücklich. Sonst hat sie nichts gesagt, wer sie zum Beispiel besuchen kommt oder so? Nein, nein. Nur es mögen noch Zeichen und Wunder geschehen und sie hat einfach aufgelegt. Um wie viel Uhr haben Sie da mit Helena gesprochen? Kurz vor vier. Das ist der zweite Anruf auf dem Einzelverbindungsnachweis von Helena Renz. Um genau 15.51 Uhr haben Sie angerufen. Ja, kann sein. Da sehen Sie. Um 4 Uhr war ich doch schon längst wieder in München. Es hätte theoretisch alles so gepasst. Paul dreht Patricia den Geldhahn zu. Patricia fährt nach Starnberg und bringt meiner Schwester den vergifteten Kuchen. Es hätte alles gepasst. Das klingt alles nach einem sehr großen Aber. Warum passt es denn Ihrer Meinung nach jetzt nicht mehr? Weil jetzt gar nichts mehr passt. Es ist alles anders jetzt. Nichts ist mehr so wie früher. Mein Leben ist einfach nur noch beschissen. Zuerst wird meine Schwester ermordet und jetzt, wo ich jemanden bräuchte, der mich auffängt, lässt mich mein Freund auch noch wegen einer anderen sitzen. Hat das irgendwas mit der Angeklagten zu tun? Nein, sie hat ja recht. Aber weil ich eben so einsam bin, habe ich mich gestern in so ein Forum eingeloggt. Ich habe sowas noch nie getan. Und da habe ich was gelesen und irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr glauben, dass Patricia meine Schwester umgebracht hat. Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, was du gelesen hast, aber bitte zeig's mal dem Staatsanwalt, besonders diesem da. Erzählen Sie es mir doch bitte mal, was Sie da gelesen haben in dem Forum. Ich bin auf ein Mitglied gestoßen. Auf jemanden, der sich Morpheus nennt. Und er hat in dieses Forum geschrieben, ich bin endlich frei und die schöne Helena ist über den Jordan. Und in seiner Benutzermaske, Sie wissen schon da, wo immer diese Sinnsprüche drinstehen, da hatte er ein Foto. Und was war auf dem Foto drauf? Ein Stück Walnuss-Kirschkuchen. Sind Sie sich da sicher? Ja, und daneben reibt er ein Stückchen in Ehren, kann niemand verwehren. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon total spinn, aber es klingt alles so sehr nach meiner Schwester Helena und wie sie umgekommen ist. Frau Renz, wissen Sie noch, auf welcher Internetseite dieses Forum war? Wir sollten uns diesen Eintrag da wirklich ganz dringend anschauen, Herr Vorsitzender. Für mich klingt das jedenfalls alles nach Täterwissen. Denn in keiner Zeitung wurde geschrieben, dass Helena Renz mit einem vergifteten Walnuss-Kirschkuchenstück getötet wurde. www.solonely.de Die Seite. Oh, das könnten Sie vielleicht mal ins Internet gehen und nach dieser Webseite suchen. Also www.solonely.de und dann vielleicht ins Forum und nach einem Nutzer namens Morpheus. Also ich meine, da müsste sich der Eintrag ja eigentlich finden lassen, oder? Herr Vorsitzender, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, dann schauen wir das doch gerade mal an. Sie können gerne auch nach vorn kommen. Sehr gern. Morpheus. Jetzt kommen Sie mal her. Das sieht tatsächlich so aus, als hätte sich dieser Nutzer, Morpheus hier, ein Stück Walnuss-Kirschkuchen auf die Benutzermaske gelegt. Ja. Mhm. Herr Staatsanwalt, ich glaube, Sie sollten versuchen herauszufinden, wer sich hinter diesem Morpheus verbirgt und wo derjenige wohnt. Unbedingt, ja. Das müsste ja eigentlich machbar sein, oder? Ja. Sofort. Wahnsinn. Gut. Frau Renz, gibt es vielleicht noch irgendjemand anderen,
den ihre Schwester sehr gut gekannt hat oder der ihre Schwester sehr gut gekannt hat und der das geschrieben haben könnte. Ich kann mir schon einige denken, die eventuell sauer sein könnten auf meine Schwester. Sie ist früher unmöglich mit ihren Freunden umgesprungen. Inwiefern denn? Ich weiß nicht, wie sie es macht oder wie sie es gemacht hat. Die Männer waren ihr immer total hörig. Sie waren alle total vernarrt in sie und sie hat sie nur ausgenutzt. Eiskalt. Und vielleicht hat sich da einer nach all der Zeit an ihr rächen wollen. Gibt es jetzt noch Fragen an die Frau Heinemann? Keine Frage. Dankeschön. Sie dürfen gerade hin Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Eileen Schlüter, bitteschön. Eileen Schlüter? Kommen Sie mal, sind Sie Frau Schlüter? Ja.